In der letzten Folge hat Sam Fisher gesagt, wir sollen zu ihm kommen, wenn wir bereit sind, Echelon-Tricks zu lernen. Tja, wenn der wüsste. So, ich hoffe, dass ungefähr 9 Uhr Nacht genug ist. Denn wir sind schon bei seinem Bunker, um mit der Besprechung zu beginnen. So, Dalle. Dann lasst uns mal ein paar Echelon-Tricks lernen. Nomad, willst du dir was dazu verdienen? Na klar, was gibt's zu tun? Laut den Daten, die wir gefunden haben, gibt es ein Kraftwerk in der Nähe, das einem geheimen Skell-Projekt zugewiesen wurde. Die ganze Sache ist streng geheim und gut vertuscht. Es wurden militärische und technische Spezialisten eingeflogen, um an dem Projekt zu arbeiten. Und du glaubst, der Stratege steckt dahinter? Nicht nur das. Ich glaube, dass wir da auch Midas finden werden. Dann nichts wie los. Jawohl, nichts wie los. Dann schauen wir uns doch mal das Aufklärungsbild an. Okay, gut, die Pumpstation, die ist mir bereits bekannt. Wir haben hier oben Dachluken, über die wir einsteigen können. Die Leiter ist hier leider jetzt nicht markiert, aber die werden wir schon finden. Werden wir schon finden. So, dann schauen wir mal. Folgen Sie Sam. Sam, wo bist du? Oh, Sam, da kommt ein Heli. Okay, alles gut. Wo ist Sam hin? Da. Ach, er geht zum Angriff über. Kriegt halt nichts hin. Wer ist mir hier durch die Front gelaufen? Wo ist der Letzte? Verstehe. Beobachte das Netzwerk. Ich schalte das Kraftwerk ab. Wir teilen uns auf. Ich bereite das Hauptgebäude vor. Du gehst an der Pumpstation in Stellung und machst dich an die Arbeit. Sobald die Pumpen ausgeschaltet sind, kommst du zum Hauptgebäude. So machen wir's. Ah, shit. Da runterzufallen war echt ungünstig. Folgen Sie Sam, ja. Der ist halt einfach abgehauen. Hat Akro gezogen und ist dann abgehauen. Hilfe! Das können wir... Sollen wir uns dahin teleportieren? Geht das? Scheiße, ich sehe natürlich immer noch nicht auf der Karte, wo das ist. Aber hier geht's, glaube ich, raus, ne? Nee, verdammt! Da kommen wir raus. Nein! Ausruhen könnt ihr euch, wenn wir... ausruhen können wir uns, wenn wir tot sind. Da. Ja, raus hier. So, wir sollen den Kontrollraum der Pumpstation erreichen. Hab ich zufällig noch Wasser ausgerüstet, ja, sehr gut. Trinken wir noch mal was, um ein bisschen Ausdauer zu regenerieren. Mehr haben wir nicht, das war das Letzte, alles klar. Ich könnte natürlich auch kurz mich ans Biwak setzen. In die Richtung haben wir auf jeden Fall... Ach, das hier ist die Pumpstation, ah, da haben wir nichts. Alles klar. Ich bin hier mit einem Motorrad hingefahren und das habe ich leider irgendwie ungünstig an einer Felswand geparkt. Also wirklich geparkt irgendwie. Es hat sich da festgeglitscht. So waagerecht. Also seitlich so gegen die Felswand. Und ja, hat sich nicht mehr bewegt. Schön, wie man den Laser hier sieht. Ohne Nachtsicht sieht man ihn kaum. Na gut, vor allem tagsüber nicht, ne? Nachtsicht an. Aber das ist wohl normal. Ich setze meine Nachtsichtbrille auf. Jo, mach das. Was seid ihr denn? Team zu mir. Bei mir neu gruppieren. Roger, wir kommen zu dir. Ja, kommt mal, wo seid ihr denn? Ganz da hinten, meine Güte.
Okay, so, hier haben wir die Pumpstation. Ich sagen, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mit der Wärmebildsicht mehr sehe als mit der Nachtsicht. Aber die Nachtsicht ist halt cool. So, wir sollen dieses Teil hier infiltrieren. Hier haben wir Wachen drin auf jeden Fall. Ist das eine Wache? Ja. So, hier haben wir die beiden Dachluken. Die Frage, wo ist die Leiter, um aufs Dach zu kommen? Und so. Ach, hier ist die, okay. Da haben wir zwei Patrouillen. Zwei Patrouillen außerhalb. Alles klar. Und von da unten kämen wir hoch, wenn ich das richtig sehe, ja. Also mit ein bisschen Glück können wir da hinschwimmen. Ganz leise, ohne Boot, ohne alles. Habe ich Einzelfeuer? Ja, gut. So. Ich lasse die Kameraden mal hier sitzen, wenn die kommen. Ghost-Stellung halten. Halt. Verstanden. Wir bleiben hier. So, wir gehen hier mal infiltrieren. Schön leise. Wir werden sowieso nicht. Oh. Da oben läuft einer. Müssen wir aufpassen, denn die können uns auch durch den Boden bestimmt sehen. Man weiß ja nie so genau. Lieber kein Risiko eingehen. Such nach Aufklärungsdaten. Es wird gefährlich hier. Das ist eine Tür. Ich mache mir hier ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Aber wir kriegen das hin, wir sind Ghosts. In diesem Fall sind wir Fourth Echelon. Oder Echelon. Echelon. Wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir Elite. So, jetzt kommen wir hier aufs Dach. Die beiden müssten ja relativ safe liegen hier. So, jetzt wird es nochmal gefährlich, denn durch die Deckenlichter können die Feinde uns natürlich auch sehen. Da laufen aber nicht nur Feinde rum. So, was sollen wir denn hier tun überhaupt? Untersuchen Sie den Kontrollraum. Alles klar. Hier sind jede Menge. Mann, ich bin kaputt. Wir arbeiten hier rund um die Uhr. Info-Gegenstände. Wir arbeiten Info hier rund um die Uhr. Markierung. Gut, wir bewachen eine wichtige Anlage, aber ich brauche eine Pause. Verdammt nochmal. Hey! Hat sonst aber keiner gesehen, oder? Nee. Verschonen Sie mich! Beeilung, für den nächsten Test brauchen wir. So, die haben wir. Klappt mal nach, zur Sicherheit. Haben wir den Echelon-Trick? Alles klar, da haben wir nur da unten noch eine Waffe. Den kriegen wir auch so. Theoretisch. Zack. Das war er. Okay, gut. Dann können wir hier mal Fotos machen. Das könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein. Plan eines Kraftwerks oder des Kraftwerks. Okay, das scheint
direkt mit der Pumpstation verbunden zu sein. Also müssten wir theoretisch nur den Rohren der Pumpstation folgen. Ich schau mal, was der Arbeiter da vorne noch so zu sagen hat. Und dann... Hallo. Ich will Ihnen nichts tun. Ach so. Fällt Ihnen ein Ort ein, an dem ich diesen Waffenaufsatz finden kann? Ich weiß, wo Sie sich umsehen könnten. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Dankeschön. Und das andere hat er jetzt ganz plötzlich vergessen. Ja. So, dann schauen wir mal, dass wir die Pumpstation deaktivieren. Wenn ich das... Wie ging das noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Einfach deaktivieren. Oder muss ich die sprengen? Nee, ne? Auf dem Plan sind 3 elektrische Steuereinheiten verzeichnet. Soll das Team mal wieder mitnehmen, oder? Nee, lassen wir da hinten sitzen, ne? Hallo, du? Ist komplett taub. Okay. Vielleicht wäre es gut, wenn wir das Team hier dabei hätten, allein schon für den Simultanschuss. Ist da noch jemand? Oder sind das die einzigen beiden hier? Das sind die einzigen beiden, okay. Zack. Ersten Wachen ausgeschaltet. Mein Gott, können die Pop-Ups vielleicht noch ein bisschen größer sein? Licht aus. Wenn wir das Ding ausschalten, kriegen die das mit, oder? Egal. Können ja ruhig was mitkriegen. Solange sie uns nicht finden, ist ja alles gut. Was ist das denn? Ach Mist, hier rüber komme ich gar nicht rein. Okay, das ist schlecht. Oh, nicht runterfallen. Schon wieder hoch. So, irgendwo haben wir hier doch bestimmt eine Deckungsplatte hier. Andererseits, wir haben ja auch unsere Echelon-Tricks noch. Ah, die Sicht ist so gut. Oh mein Gott, sind das viele im Haus drin. Heilige. Da lade ich lieber nochmal nach. Es ist zu dunkel, ich gehe auf Nachtsicht. Holy shit. Ich hau ab. Alter Schwede. Was ist denn da los? Wie ein Ameisenhaufen. Nachlassen. Seid vorsichtig. Feindeinheiten rücken an. Okay, Sie sind in Sicht. Mist. Team, zu mir. Ich verschwinde. Team, zu mir. Zu meiner Position los. Vor. Sie greifen an. Was? Die Vorstellung ist eröffnet. Hey, hey, hey! Seid wachsam! Gesellschaft! Irgendjemand ist hier. Jetzt wird es ernst. Ja, ich bin hier. Die Arschlöcher denken, sie könnten sich verstecken. Genial! Das war tatsächlich genial. Dann komm raus! Wo steckst du? Gott. Warum sehe ich meinen Laser nicht? Irgendwas stimmt hier mit meinem Laser nicht. Das habt ihr auch gesehen, oder? Dass der so... Da, guck, der geht irgendwie... Ist der nicht da, wo ich hinschieße. Okay, aber gut. Das Spiel hat keine Bugs. Das wüsste ich schließlich, wenn das Bugs hätte. Oh, meine Güte, Vassili, hast du mich erschreckt.
War es das hier echt? Keine Wache mehr da. Sehr gut. Dann können wir jetzt ganz gemütlich hier noch die letzte Steuereinheit sabotieren. Und kaputt. Oder? Nee. Jetzt kaputt. So. Okay, die jetzt Blue, zum die Kraftstation ist bereit. Ich habe eine Panzer am Computer des Strategen angebracht. Ich bin bereit, sobald du loslegst. Jo. Verstanden. Ich bin jetzt unterwegs in das Hauptgebäude. Bereit machen fürs Feuerwerk. Es gibt eine Schwachstelle an der Rohrleitung. Nehmen Sie dir vor, das sollte die ganze Anlage lahmlegen. Verrät das meine Position? Benutze einfach einen Schalldämpfer. Du musst nur ein kleines Leck verursachen. Das sollte kein Problem sein. Bis sich die Anlage abschaltet. Das Hauptgebäude des Kraftwerks. Also den Rohren folgen. Oder dem gelben Punkt, wahlweise. Das Fahrzeug, das macht gar nichts hier. Don't talk and drive. Mit einem Motorrad wäre das einfacher. Aber es sind wir gleich da. Oh Gott, oh Gott. Raus hier. Einmal aufgebuckt. Das weiß ich gar nicht. Haben wir in diesem Speicherstand schon Laserschneider? Diese Schneider-Schneid-Dinger? Ihr wisst schon. Da, Schneidbrenner, genau. Haben wir. Gut. Schneiden wir uns mal an der sicheren Stelle durch. Und dann gehen wir in ein paar kleine Lecks verursachen. Das ist ja über die ganze Basis verstreut. Darf nicht zu viel sprinten. Unser guter Briggs hier, Nomad mit Briggs-Skin, hat keine Ausdauer. Treffe ich das von hier? Negativ ist auf der anderen Seite. Treffe ich was anderes von hier? Wahrscheinlich nicht. Okay, dann schleichen wir uns mal hier rum. Habe ich Sicht? Ich habe Sicht. Sehr gut. Also hier hinten ist ja echt gar nichts. Das würde ich auch so sagen. Ich ziehe meine Nachtsichtbrille auf. Das sieht man halt nicht, ne? Ich muss bestimmt auf einen erhöhten Punkt, auf diesen Turm. Ich gehe auf den Turm und von dort aus müsste ich sie dann wahrscheinlich hoffentlich alle treffen. Deshalb sind wahrscheinlich die ganzen Wachen auch da hinten konzentriert. Hallo. Ich mag es ja auch ohne Nachtsicht. So im Dunkeln. Oh, da ist der Generator. Könnte ich es ja ganz dunkel machen. Und die Nachtsicht an sich ist halt echt relativ nutzlos. Ach, da ist der Knopf. So, jetzt aber hier weg. Warte mal, haben wir Minen? Wir haben Minen. Zeigen wir mal den Feindkontakt. So. Falle gelegt. Hoffen wir nur, dass wir weg sind, sobald bis die. Ah, guck mal da. Nummer 1. Ja, es ist ganz dunkel, ne? Nur Mondlicht. Leider ist auf Aurora immer Vollmond. Der Sternenhimmel ist allerdings ganz schön, muss ich gestehen. Oh, was geht denn hier ab? Ich setze meine Nachtsichtbrille auf. Wo läufst du denn rum? Volltreffer, Baby.
Wo laufen? Auch eine bessere Position. Gott, wo laufen die denn rum? Warum laufen die da rum? Ich habe doch gar keinen Grund, hier rumzulaufen. Wir sollten zum Generator gehen. Hey, du. Zack. So, lala. Alter. Treffer. Versenkt. Bleiben noch vier. Ich muss ja gestehen, das macht mir gerade schon ein bisschen Spaß, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Das ist halt so genau dieses typische Splinter Cell Katz-und-Maus-Spiel mit den Wachen. Mag ich gerne. Bam, first try. Nice. Ja, können sie ja ruhig, wenn sie so einsam sind, können die sich auch gerne ein paar Freunde dazu holen. Ach, guck mal da. Ja, renn du weg. Treffer. Noch zwei. Die sind da hinten. Alles klar. Müssen wir nur aufpassen vor diesem Preacher, vor diesem Shotgun-Schützen da. Brecher. Der da gerade eben weggerannt ist. Nicht, dass der uns gleich in die Flanke fällt. Was zum Na los? Schauen wir doch lieber. Alter Schwede. Also dieser Echelon-Reflex, der ist ja echt... Dieser Reflexschuss, der ist... Gold wert. Ja, Will wurde getötet. Ich zieh meine Nachtsichtbrille auf. Mit Nachtsicht ist alles. Ich weiß nicht, wie der gesehen hat, wer das war. Und dass es Will war. Lassen Sie mich in Ruhe. Gutes Ding, Ghost Lead. Oh nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Aus da! Na toll. Oh shit! Ich wollte das Ding deaktivieren, hab die falsche Taste gedrückt. Ah! Team, Feuer frei! Ja, zu spät, verdammt. Ach man, die ärgerlich, die falsche Taste gedrückt. Ich wusste nicht mehr, ob es E oder F ist. Dann habe ich F gedrückt und es war falsch. E ist es zum Deaktivieren. Ich wollte es nicht hacken, verdammt. Dann dauert das auch so lang, bis man wieder draußen ist. Ja, mach kein Ding. Team, Feuer frei. Feuer eröffnen. Ich gehe mal in Deckung, versuche mich zu verarzten. Denn mit diesem Safe Game hier kann ich noch nicht. Also kann ich nur einmal sterben. Weil die Teamkameraden noch nicht weit genug gelevelt sind. Können wir? Ja, ach, guck mal da. Zack. Ist halt ein bisschen nervig, dass der, dass die Nachtsicht komplett ausgeht, wenn die, wenn der Puls aufhört. Sehr gut, Fury, AKA Grim, Anna Grimms dort hier. Diese Drohnen hassen, das ist der Wahnsinn. Yo, fix it! Alle. So, oh, da muss ich auf jeden Fall hoch. Was?
Ist hier jemand gestorben? Tatsächlich. So, okay, die letzten beiden. Eins. Fast fertig. Bist du bereit? Zwei. Und weg. Haha. Sollten wir hier aber verschwinden, oder? Das Kraftwerk ist abgeschaltet. Lief bei dir alles nach Plan? Die Blue Nomad hier. Werden die Dateien übertragen? Ich höre dich laut und deutlich. Ich habe ein kleines Problem. Der Stratege ist schlauer, als ich dachte. Der Server ging auf Notstrom und das Backup wurde gestartet. Ich habe nur ein paar Dateien gekriegt, bevor die Verbindung abbrach. Irgendwas Nützliches dabei? Ich hoffe, dass das dich interessieren wird. Was denn? Informationen zu Midas? Komm zum Serverraum. Die Daten warten dort auf dich. Schon unterwegs. Schauen wir doch mal, was Deep Blue gefunden hat. Nachtsicht ist da. Es ist hier keine Tür. Ehrlich nicht. Das ist ja prima. Naja. Dahin müssen wir sowieso rennen. Wenn es da eine Tür gibt, haben wir uns einen Lasercutter gespart. Keine Tür. Oder? Da? Nee? Nee, keine Tür. Alles klar, dann machen wir uns eine Tür. Mach ein Loch. Und drin. Also, jetzt drin. Wir müssen auf Aufklärungsdaten achten. Ja, ja. Können wir später. Die Blue, ich bin drin. Es ist ein Video. Ich spiele es ab. Sind Sie sicher, dass das Ding nicht Ihr Gehirn braten wird? Meine Güte. Ganz ruhig. Sie müssen ihn ja nicht tragen. Ruhig. Wenn dieser Plan fehlschlägt, sind wir alle erledigt und bisher bringt Ihr Projekt keine Ergebnisse. Sie sind ein kluger Mann, Stone. Nur ohne Vision. Für Wunderland brauchen wir Vision. Starten Sie den Test. Ich präsentiere Projekt Claw. Das war doch ganz passabel. Ja, gegen Zielscheiben. Aber das muss draußen funktionieren. Gegen echte Ziele. Oh, das wird es. Das sagen Sie so. Allerdings. Und wenn ich was sage, hört die Welt zu. Obwohl es mich nicht überrascht, dass jemand wie Sie das nicht versteht. Wenn Claw einsatzbereit ist, können Sie vielleicht sogar den Rebellenaufstand niederschlagen, mit dem Sie solche Probleme haben. Wir dulden keine Fehlschläge, Mr. Stone. Ist das klar? Sicher. Sir. Gut. Das reicht. Abschalten. Was zum Teufel war das? Der Große, der aussieht wie der Tod, war der Chef von Sentinel, ein Typ namens Stone. Der in dem Rollstuhl hat sich wie ein Vorgesetzter verhalten. Das muss der Stratege sein. Ist gut möglich. Hast du was zum Standort von Claw gefunden? Das Projekt ist riesig. Irgendwer muss etwas wissen. Darauf kannst du wetten. Ich habe eine Namensliste von DPC. Sie stehen alle mit Claw in Verbindung. Irgendwas über Midas? Noch nicht. Aber wenn wir die Liste aufteilen, finden wir vielleicht etwas. Alles klar. Jetzt nichts wie weg, ich melde mich. So, nur die Frage ist, der Stratege hat gesagt, wir dulden keine Fehler. Wer ist wir? Ist das die
Okay, hier haben wir die Liste. Wim van Dyke, Carol Sekulic, Stephanie Burgess, Holly McKenzie und Reggie Marvelous Paxton. Okay. Ja, also ist wir die Organisation, also die Organisation, die dem Strategen gehört? Oder ist wir etwas anderes? Bleiben wir gespannt. Bis zur nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.